Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zum Vampathon-Vlog. Ah, ich freue mich so. Oh mein Gott. Oh ja, und ich dachte mir, es gibt keine bessere Möglichkeit oder keine bessere Situation, um diesen Vampathon zu eröffnen. Beziehungsweise zum Zeitpunkt, wo ich das filme, dauert es für mich noch ein paar Tage, bis es losgeht. Aber ich habe Post bekommen, die in Bezug zum Vampathon steht. Also dachte ich mir, fange ich doch heute schon an zu filmen. Und zwar hat mich ein wundertoller Brief erreicht. Ich muss hier leider alles abdecken, weil überall Adressen und Co. stehen. Und zwar, schaut mal, wie süß es auch verpackt ist. Ich raste aus. Und zwar hatte Jodie ja, Merch quasi gestaltet dieses Jahr für den Vampathon. Alles Mögliche. Ich werde die Seite, wenn sie jetzt noch online ist, ich weiß nicht, ob das nur bis zum Vampathon ging oder ob das generell bleibt. Das weiß ich so leider nicht. Aber sie hatte Merch designt und man konnte unter anderem ja, Bekleidungsstücke, T-Shirts, Pullover, Sweatshirts meine ich auch, Tassen, also alles Mögliche im Grunde genommen, konnte man quasi kaufen. Aber auf Etsy konnte man dann auch Lesezeichen kaufen, die auch zum Thema Vampathon designt waren. Und ich musste es halt natürlich kaufen, weil ich brauchte es. Und oh mein Gott, ich werde es jetzt öffnen. Ich hatte mir nämlich auf Etsy eins der Lesezeichen bestellt, weil ich es so süß fand. Und ja, jetzt ist der Moment gekommen und ich bin so aufgeregt. Ich liebe es, Pakete zu öffnen. Ja, wie gesagt, ich kann hier leider das Paket selbst nicht zeigen, wegen ja, Adressen und Co. Oh mein Gott. Und yay! 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 So, ich habe es geöffnet. Wie cute! Schaut es euch bitte an. Ich finde es so süß. Es sieht einfach aus wie so ein, ja, Kinoticket oder so eine Konzertkarte oder so. Ich liebe das Design so sehr. Und zwar steht da drauf: Vampathon, you're invited to attend a Halloween Readathon, the Vampathon Book Club, Spooky Books, Pumpkin Spice Lattes and Cozy Blankets provided. Ah, ich finde es so süß. Ich finde es einfach so süß und ich werde es den ganzen Vampathon über benutzen. Definitiv. Es ist so süß. Ich finde es so süß. Oh mein Gott. Und dann sind hier noch die kleinen anderen Sticker potenziell. Tada! Oh, es ist so knuffig. Morgen und einen schönen Vampathon Tag 1. Oh mein Gott. Heute ist Freitag, heute ist der Start des Lesemarathons und ich habe das sehr wörtlich genommen mit dem Start am 27.10., denn ich habe um 0 Uhr angefangen zu lesen. ich muss aber sagen, ich habe nicht mehr viel geschafft. Ich war dann doch relativ müde und bin dann zeitig auch ins Bett und habe jetzt meinen Morgen genutzt und habe schon ein bisschen über die Hälfte von Horrorstör gelesen. Ich muss mich jetzt aber fertig machen für die Arbeit. Heißt, vor heute Nacht wird es kein weiteres Lesen leider geben, was mich sehr traurig stimmt, aber ich bin schon echt froh über den Fortschritt, den ich erzielt habe. Ich musste einfach mit diesem Buch anfangen, weil es hat mich einfach so interessiert, jetzt, um was es da geht, was genau es ist. Und es ist bisher ziemlich, ja, witzig, sarkastisch und es fängt jetzt aber, ich bin wie gesagt über die Hälfte und relativ am Anfang, also es beginnt quasi damit, dass sie dann zu der Frühschicht kommen und eben Veränderungen im Laden feststellen und dann wird eben die Nachtschicht auserkoren und ja, jetzt sind wir mitten in dieser Nachtschicht. Es ist, glaube ich, gerade
irgendwas nach 2 Uhr nachts in dem Buch. Und sie müssen halt sicherstellen, dass alles ja gut geht in diesem Laden, weil am Morgen kommt irgend so ein, ja, eine wichtige Person, die das dann alles prüft. Und wenn dann irgendwas nicht stimmt im Laden, dann hat es eben Konsequenzen für ja alle. Und jetzt ist da eben ein Manager mit bei, so wie ich das verstanden habe, und ein paar andere Mitarbeiter noch, die eben die Nachtschicht übernehmen. Und sie haben sich halt quasi Schichten eingeteilt und so langsam beginnt es aber auch, dass da irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Und jetzt gerade ist etwas passiert. Ist ein ziemlicher Cliffhanger tatsächlich, auf dem ich jetzt enden musste. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt geht es, glaube ich, erstmal so richtig ab oder es wird ziemlich verwirrend. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Aber ja, das ist so mein Lesefortschritt heute und es ist einfach das perfekte Wetter. Es regnet einfach schon den ganzen Tag und ach, ich könnte ausrasten, dass ich jetzt gleich zur Arbeit muss, aber ja, es läuft bisher gut, würde ich sagen. Ich hoffe, ich kann das heute vielleicht sogar noch beenden. Das wäre halt so das Ziel für den ersten Tag. Das wäre ganz cool, dass ich dann schon ein Buch abgeschlossen habe. So, ich bin jetzt wieder zu Hause von der Arbeit. Es ist schon relativ spät. Es ist jetzt gegen 12 Uhr nachts. Halb 12, ich weiß nicht genau. Heute war ein Tag. Das kann man eigentlich keinem erzählen. Aber gut, ich habe es an der Arbeit tatsächlich noch geschafft, zwei Kapitel in Horrorstory zu lesen. Ich bin jetzt auf Seite 160. Und es sind wieder Dinge passiert und es hat wieder auf einem ziemlichen Cliffhanger geendet, sodass ich mich jetzt echt schon, ja, freue, darauf weiterzulesen und zu erfahren, was jetzt weitergeht. Das Letzte, was passiert ist, da frage ich mich so ein bisschen, wieso? Also, wie, was? Ich bin leicht verwirrt, aber im positiven Sinne. ja, und ich werde immer noch versuchen, es heute zu schaffen. Ich habe ein bisschen über ein Drittel noch. Ich werde trotzdem versuchen, durchzuziehen. Noch bin ich nicht super müde. Ich bin gespannt, wie lange es anhält. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 29. Oktober. Und heute ist so der einzige Tag, wo ich zumindest Zeit habe zu lesen. Die anderen Tage bin ich ja immer an der Arbeit. Auch gestern, gestern war lesetechnisch nicht wirklich erfolgreich. Ich, ja, war vor der Arbeit, habe ich ein neues Buch angefangen, nämlich Our Wives Under the Sea. Und ich muss aber sagen, das Buch ist vom Schreibstil her und auch vom Erzähltempo her ganz anders als erwartet. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, da es ja auch wirklich nicht dick ist, dass ich da einfach durchfliegen werde, aber nein. Ich habe vielleicht in 2 Stunden Lesen vor der Arbeit 50 Seiten geschafft, weil ich mich immer wieder drauf fokussieren musste neu und ich weiß nicht. Es ist jetzt nicht schlecht oder so, es ist halt nur einfach kein Buch, finde ich, wo ich so schnell durchkomme einfach. Was extrem schade ist und auch keine gute Wahl für einen Lesemarathon. Ja, ich habe jetzt gestern Abend noch bis Seite 73 gelesen. Aber das war halt auch nicht mehr viel und ich habe jetzt circa ein Drittel geschafft. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen darin weiterlesen. Werde es aber jetzt heute Morgen nicht fertig lesen, sondern ich werde dann ein anderes Buch noch anfangen. Ich weiß aber noch nicht welches. Und ja, werde noch, dann hoffen, dass ich das andere irgendwie flüssiger lesen kann. Aber wie gesagt, das hier ist bisher nicht schlecht. Es ist halt aus beiden Sichten auch erzählt. Und ein, ich würde fast sagen, 80%, wenn nicht sogar noch mehr, der Geschichte werden bisher aus Sicht von Miri erzählt. Das ist die, die halt zu Hause war die ganze Zeit. Und ab und zu kommt zwischendrin auch ein Kapitel aus Lias Sicht. Das ist ja die, die dann eben auf dieser gescheiterten Unterwassermission war.
Und die Kapitel finde ich auch immer total interessant und spannend, aber dann sind die auch immer nur so zwei, drei Seiten und dann geht es halt wieder in Miris Sicht und dann wird es irgendwie wieder so zäh. Und heute ist auch schon wieder perfektes Lesewetter. Als ich aufgewacht bin, war es so richtig stürmisch. Es hat die ganze Nacht richtig geschüttet. Ja, ich bin sehr gespannt, ob dieses Lesewetter noch bleibt. Ich hoffe, es ist mal nicht gemeldet. Ich freue mich. Und ja, heute steht ganz im Sinne des Lesens. Ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben es inzwischen Nachmittag, circa 3:30. Ich habe gerade oder vorhin eher Our Wives Under the Sea beendet und es war ja nicht mein Plan, dass ich es beende, aber irgendwie wollte ich es dann doch unbedingt fertig lesen, bevor ich irgendwas anderes anfange. Und ja, wie soll ich sagen? Es war nicht schlecht oder sonstiges. Ich fand, es war gut. Also es war ein durchschnittliches Buch, es war okay, fand ich jetzt. Es war wirklich einfach nicht das Richtige für diesen Lesemarathon, das definitiv. Es wurde halt auch sehr viel auf die Erzählung. Der Fokus war sehr stark auf der Erzählung, als jetzt auf wirklich viel Handlung. Und ja, also ich bin mir noch sehr unschlüssig, was ich von diesem Buch halten soll oder wie ich es bewerten soll. Es war halt nicht schlecht, aber weiter weiß ich noch nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich muss aber sagen, irgendwie, es wird ja überall als Horror auch beschrieben und es fällt unter die Kategorie Horror. Für mich aber irgendwie nicht, muss ich sagen. Also ich würde das jetzt nicht als Horrorbuch empfinden. Nö, also so gar nicht. Ich würde wirklich nicht auf die Idee kommen, das in die Horrorkategorie einzuordnen. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Wünsche ich mir fast noch mehr. Ich hätte es nicht wegen dem Vampathon gelesen, aber es ist, wie es ist. Ich habe es jetzt beendet und habe jetzt dann noch ein paar Tage Zeit, um mir Gedanken zu machen, wie ich es jetzt letztendlich bewerten werde, weil, wie gesagt, da muss ich erst noch so ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich. Ja, ich habe gerade schon ein bisschen YouTube geguckt und werde jetzt aber gleich weiterlesen und werde vermutlich Ex-Hex anfangen. Ich habe es gerade natürlich nicht zur Hand, aber ja, ich glaube, das werde ich machen. Da habe ich irgendwie Lust drauf. Mal irgendwie noch was anderes, denke ich. Und ich hoffe, es wird auch irgendwie so ein bisschen witzig oder so. Thank you.
einen schönen Vampathon Tag 4. Ich kann nicht fassen, dass es morgen schon, dass morgen der letzte Tag ist. Also, das ging irgendwie jetzt so schnell. Heute Morgen gibt es kleine Komplikationen, muss ich sagen. Der Zug ist auch da. Erst bin ich aufgewacht mit so starken Kopfschmerzen. Es zieht einmal hier komplett irgendwie so die linke Hälfte runter. Richtig blöd. Dann hatte sich die Arbeit gemeldet, dass ich früher anfangen soll. Dann gab es Probleme mit meinem Handy, die ich jetzt hoffentlich irgendwie behoben habe. Und ja, irgendwie bin ich noch gar nicht heute zum Lesen gekommen. Das ist extrem ärgerlich. Und jetzt habe ich halt auch nicht mehr wirklich Zeit, bevor ich dann los muss. Ja, aber ich habe mal wieder ein Leseupdate zu geben. Es freut mich auch, dass ich jedes Tag, also dass ich jeden Tag irgendwie nur aus meinem Bett berichte. Also, gestern Nacht habe ich noch Ex-Hex beendet. Und es hat mir so gut gefallen. Es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, das zu lesen. Also von vornherein irgendwie war mir klar, dass ich die Charaktere total mag. Und ich kam auch richtig gut durch. Also ich bin total durchgeflogen. Das war genau ein richtiges Buch für den Lesemarathon. Richtig, richtig gut. Und jetzt möchte ich unbedingt noch was am liebsten beenden, auch noch vor der Arbeit, aber das ist kritisch. Nämlich möchte ich jetzt einen Manga lesen, Killing Morph 1. Ich bin sehr gespannt, wie der wird. Es sieht ja schon sehr brutal aus und es geht ja auch um einen Mörder, der im Grunde in der Innenstadt irgendwie Amok läuft oder so. Ja, also ich bin sehr gespannt, was das angeht und wie brutal es wird und wie viel Story dahinter steckt oder ob es einfach nur, ja, ein Abschlachten wird. Ich bin sehr gespannt und ja, hoffe, dass ich das eventuell noch vor der Arbeit schaffe. Das wäre halt ganz gut, weil Mangas lese ich eigentlich relativ schnell. Ich bin gespannt. Ich hoffe. Drückt mir die Daumen. Yay, ich habe es gerade geschafft. Ich habe Killing Morph 1 schon beendet. Oh Mann. Ja, es war ziemlich brutal, definitiv. Und ich bin super gut durchgekommen. Es hat mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Und es gibt einen ziemlichen Cliffhanger am Ende. Jetzt bin ich echt ein bisschen traurig, dass ich Band 2 noch nicht hier habe und nicht weiterlesen kann später. Ja, aber das war auf jeden Fall erfolgreich und es ist wirklich sehr brutal ab 18, würde ich auch sagen. Aber man bekommt auf jeden Fall auch Story mit dazu und ich will mich jetzt erstmal informieren, wie viele Teile es davon gibt. Weil ja, also es hat mir wirklich gut gefallen. Ignoriert das ganze Chaos im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber der Vampathon ist offiziell vorbei. Wir haben den 1.11., okay, es ist mitten in der Nacht, aber wir haben den 1.11. Ja. Und heute, beziehungsweise gestern an Halloween, eben am 31., ist das passiert, was ich die ganze Zeit befürchtet habe, was passieren wird. Ich bin gar nicht zum Lesen gekommen. Also wirklich null. Und das finde ich halt gerade heute so ärgerlich, weil ich mich so auf Halloween einfach gefreut hatte. Aber ja, ich hatte heute nämlich wieder Spätschicht und da konnte ich heute nicht mal vor der Arbeit irgendwie was lesen, weil ich einfach damit beschäftigt war, das hier drauf zu machen. Und ja, das hat dann alles zeitlich leider gar nicht funktioniert und auch an der Arbeit konnte ich kein neues Buch anfangen. Ja, deswegen wollte ich jetzt hier ein kleines Wrap-up quasi zum Vampathon bekannt geben, sage ich mal. Und zwar habe ich es geschafft, 4 Bücher während des Vampathons zu lesen. Das finde ich doch relativ erfolgreich, dafür, dass ich wirklich nur einen Tag von den, wie lange war es denn jetzt, 5 Tagen Zeit hatte, wirklich zu lesen. Finde ich, das ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Und ich habe auch wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwie zwischendrin Zeit hatte und Co., habe ich wirklich, ja, ein Buch reingequetscht irgendwie, dass ich da irgendwie zum Lesen komme. Das hat auf jeden Fall total Spaß gemacht und ja, ich gebe einfach nochmal einen kleinen Überblick über die Bücher, die ich jetzt geschafft habe zu lesen. Einmal war das gestern Morgen
doch, gestern Morgen. Killing Morph, das ist ja ein Manga, Band 1. Der hatte mir ja auch richtig gut gefallen. Es ist ziemlich brutal. Und es hat einen ziemlichen Cliffhanger auch am Ende. Von daher freue ich mich schon mega auf Band 2. Ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Dann hatte ich Ex-Hex gelesen. Da war ich ja auch schon gespannt drauf. Und das Buch hat einfach genau das für mich gemacht, was es sollte. Es war total schnell zum Durchlesen für mich jetzt und es war unterhaltend. Ich hatte echt eine Menge Spaß dabei. Ich habe die Charaktere richtig gemocht und ja, also es hat total Spaß gemacht, hier ja, in dieser Welt was zu lesen. Und auch hier gibt es mehrere Teile, so wie ich das verstanden habe. Dann hatte ich ja Our Wives Under the Sea gelesen und das hatte echt so ein bisschen das Tempo für mich rausgenommen aus dem Lesemarathon, weil es doch ganz anders war, als ich es mir erhofft hatte, sage ich mal. Aber das meine ich jetzt nicht irgendwie negativ oder so, sondern einfach, es ist ein ziemlich ruhiges Buch und es wird halt ziemlich viel umschrieben, finde ich, so zwischendrin. Und das, ja, da brauche ich halt irgendwie echt so ein bisschen länger Zeit dafür, um da halt einfach durch die Seiten zu kommen. Und das war eben leider nicht das Richtige für diesen Lesemarathon. Nichtsdestotrotz hat mir die Geschichte an sich ganz gut gefallen. Ich hatte nur einfach auch thematisch oder ich sag mal von der Ausführung der Geschichte was ganz anderes erhofft. Und es hatte mich echt so ein bisschen, was heißt gestört, einfach dass so viel aus der Sicht der Person quasi geschrieben wurde, die ja zu Hause war und die gar nicht in dieser Unterwassermission war. Und da hat man eben, also ich hätte es mir echt andersrum gewünscht, dass man viel mehr unten in diesem, ja, Unterwasser-U-Boot-Ding, ja, dass man da viel mehr Zeit verbringt mit denen eben, die dann unten, ja, diese Mission haben, anstatt jetzt mit der Person, die an Land quasi zurückbleibt. So, und dann hatte ich noch, als allererstes, um den Readathon zu eröffnen, Horror Story gelesen. Und das fand ich nach wie vor richtig gut. Es hat auch total Spaß gemacht und ist einfach ein verrücktes Konzept. Aber ich glaube, wenn man im Verkauf arbeitet, ist das echt irgendwie ziemlich witzig. So, wenn man, ich sag mal, sein eigenes Insiderwissen irgendwie hat und das dann mit denen der Person hier drin vergleichen, das ist schon irgendwie total witzig. Ja, es ist auf jeden Fall eine ziemlich verrückte Story, die man nicht so jeden Tag irgendwie hat. Und dann hatte ich gestern Nacht tatsächlich noch eins angefangen, nämlich Geheimnisvolle Gebäude. Und da muss ich aber sagen, ich habe nur eine Kurzgeschichte gelesen. Das ist ja eine Kurzgeschichtensammlung, von daher, ich habe nur die erste geschafft. Die war aber ganz okay, muss ich sagen. Also habe ich jetzt noch keine, ja, über das ganze Buch habe ich jetzt noch keine Meinung oder sonstiges. Aber das Thema finde ich auf jeden Fall total interessant. Ja, was so verlassene Orte und Gebäude und Co. angeht. Das war es dann mit diesem Video und mit dem Vampathon 2023. Ich kann es gar nicht fassen, dass es jetzt vorbei ist. Wirklich. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr, falls der Vampathon wieder so stattfinden wird, werde ich auf jeden Fall wieder mitmachen. Das hat total Spaß gemacht. Und ja, würde dann sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.